2 Jahre auf Bewährung als Todesschütze. Wo hängt denn die Grenze überhaupt? Mich hat am meisten verletzt, dass die meisten ihre Schuld nicht eingestanden haben. Eine Mutter, die im Gerichtssaal geht und erschießt den Mörder ihres Sohnes? Ich hätte das ja nicht gemacht. Da sehe ich dann von meinem geistigen Auge, wie die einen Kopfschuss kriegen und die alte Birne auseinanderplatzt. Warum sollte ich den verzeihen? Der hat ja nicht aus Not irgendwie gehandelt oder was. Da würde ich 100 andere Dinge verzeihen, aber das auf keinen Fall.